Hi Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder da mit einem neuen Video. Einen Roblox-Account erstellen. Kein Plan, weil er Geburtstag hat. Auf dem einen Bild stand er irgendwie 1991 in dem Spiel. Sollen wir dann einfach mal das Geburtsdatum auf 1991 machen? Ich weiß sonst nicht, wann er Geburtstag hat, Leute. Ich habe sonst nichts anderes gefunden. Und Datum, ich würde sagen, irgendwas Gruseliges. Und zwar vielleicht der 31. Oktober, also Halloween. Ja, ich glaube, es ist ganz passend für ihn, also lassen wir das einfach so. Und jetzt die Frage, wie nennen wir ihn? Blue? Monster? Ist das schon weg? Bestimmt, ne? Ja, ich wusste es doch. Ah, Blue Rainbow Monster vielleicht. Blue Rainbow Monster. Es ist noch da! Auf jeden Fall ist er männlich und jetzt muss ich mir ein Passwort überlegen. Und wir haben jetzt den Account erstellt. Jetzt muss ich den nur noch aufladen mit Robux. Das mache ich jetzt mal eben. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir ihm den Account. Ich habe jetzt die Robux aufgefüllt. Ich hoffe, es reicht. Und jetzt werden wir diesen ganzen Avatar hier umstylen. Ich würde sagen, wir ändern erstmal den Körper, oder? Müsste ja schon ziemlich so groß monsterhaft aussehen. Ich wünschte, man könnte genau die Form machen, wie es eigentlich hat. Aber das geht ja, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube, diese Körperform gibt es gar nicht. Das sieht auch nicht schlecht aus. Seit wann gibt es Pinguin? Ich bin verwirrt. Der hat ja keine grünen Stacheln. Wir haben sogar Mr. Skelett. Nee, ich glaube, ich bleibe bei der normalen Form, oder? Die ich gerade eben hatte. Alles andere passt irgendwie nicht. Sind wir ja zu sehr so wie ein Block? Oder zu schmal. Nee. Wir schauen einfach mal, wie es aussieht und dann probiere ich nochmal ein bisschen rum. Beine. Was passt da denn am besten? Das? Keine Ahnung. Erstmal schauen. Erstmal schauen, Leute. Auf jeden Fall sehr groß. Und na, ich glaube, so geht das. Der ist ja nicht so dünn. Der ist ja eher so ein dickeres, großes Monster. Auf jeden Fall Farbe ändern in blau. Arme hatten wir schon. Achso, ja, noch der Oberkörper. Passt das überhaupt so? Ich lasse es erstmal so. Kopf. Auf jeden Fall hat der einen runden Kopf. Wow, sieht jetzt wunderschön aus. Richtig schön. Er hat ja so ein richtig intensives Blau, aber es gibt es ja gar nicht, ne? Oder? Kann man das nicht selber irgendwie einstellen, Leute? Ich schaue gleich mal, was am besten passt zu den Klamotten. Wo sind meine Haare, dass ich die ausziehen kann? Ich sehe sie nicht. Egal. Dann suchen wir jetzt erstmal nach Klamotten, damit das weniger verstörend aussieht. Mal gucken, was wir unter Blue Rainbow Friends finden. Machen wir es mal ganz einfach. Was ist das hier? Eine Regenbogenhose? Nein, auf gar keinen Fall. No way. Das ist das Kennwort, Leute. Blue. Einfach nur Blue. Wir haben sogar den Kopf gefunden. Aber der Kopf passt irgendwie nicht. Aber ich werde den auf jeden Fall kaufen. Oh mein Gott. Ich habe den Kopf gefunden von dem, der mich verfolgt hat. Jetzt weiß ich auch, warum er so aussieht. Ich dachte, ich müsste irgendwie das rund machen und dann nach Augen schauen oder so. Du kriegst das bestimmt auch mit diesen Wackelaugen hin oder solchen Knopfaugen. Die gibt es bestimmt auch. Aber cool, wir haben den ganzen Kopf gefunden. Aber ich muss es gleich auf jeden Fall umändern, weil das passt gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir ja noch ein Shirt. Blue Shirt. Wo finden wir ein ganz normales Shirt? Ich möchte nichts irgendwie. Blue Rainbow Friends Shirt. Special-mäßiges. Oh, es sieht sogar ein bisschen so haarig aus.
Okay, das kaufe ich erstmal. Aber es sind nur 5 Robux, das geht klar. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht tue ich das auch mal. Aber was mich nervt, ist, die Hände passen nicht dazu. Aber ich glaube, wir kriegen es auch nicht in dieselbe Farbe. Oder kann man Handschuhe kaufen? Aber wir werden auf jeden Fall noch ein Animationspaket kaufen, weil ganz viele von euch meinten, Becky, du brauchst unbedingt, wenn du solche Figuren erstellst, Animationspakete, die dazu passen. Deswegen, ich werde es nicht vergessen, Leute. Das werden wir auf jeden Fall auschecken. Brauchen wir nur eine wunderschöne Hose. Aber seit wann sieht das so realistisch hier aus? Okay, das würde passen, ne? Sogar die Füße. Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das hier hole ich auch noch, weil dann passt das zu dem ersten Shirt. Und dann schauen wir mal gleich, was besser aussieht. Gibt es da noch eine Krone? Kann ich noch eine Krone kaufen dazu? Oh, die ist schön groß. Die ist auf jeden Fall größer als die... Oh mein Gott, die werde ich auch noch kaufen. Ich weiß nicht, ob es passt, aber ich werde mir die erstmal holen. Okay, ändern wir jetzt erstmal den Kopf, weil der stört mich. Ich hätte nicht rund nehmen sollen. Sollen wir einfach mal sowas nehmen? Geht das mit dem? Welches davon nehme ich? Das ist schon echt nice. Okay, und Hosen? Nee, Pants sind hier. Alter, ich bin verwirrt von dem neuen Menü. Das sieht schon cool aus. Und dann, wo ist der Kopf hin? Hier? Oh mein Gott, wir haben das blaue Monster, Leute! Es geht sogar mit der größeren Krone. Jetzt hat es zwar eine Doppelkrone, aber sieht man das? Ein bisschen, ne? Leute, was soll ich da machen? Die große Krone weglassen? Sag mir nicht, das ist das von dem grünen Monster hier. Leute, es schreit danach, dass ich das grüne Monster machen muss. Guckt euch das an. Ey, ihr müsst unbedingt einen Daumen nach oben da lassen, wenn ich auch noch den grünen erstellen soll. Weil ich glaube, man findet hier die perfekten Sachen dafür. Also irgendwie finde ich das mit der größeren Krone besser. Die finde ich ein bisschen zu klein. Obwohl die ja auch nicht so riesig ist bei dem Original, wenn ich so gucke. Im Vergleich, Leute, wenn man sich das anschaut. Aber die größere trifft es eher, finde ich. Ist auf jeden Fall auffälliger. Aber auf der anderen Seite, wenn man dieses Pappschild im Game anguckt, hat er halt eine kleine Krone auf. Was findet ihr besser, Leute? Schreibt mir jetzt in die Kommentare. Einmal haben wir die kleine Version oder die größere. Aber es sieht halt ein bisschen blöd aus, weil dann hat er eine Doppelkrone auf. Und man sieht das so ein bisschen durch. Aber mir gefällt das irgendwie ein bisschen besser. Warum sieht sein Arm so unterschiedlich aus? Habe ich 2 verschiedene Arme benutzt? Das fällt mir jetzt gerade auf. Oh mein Gott. Hä? Jetzt ist es gleich, oder? Ja, jetzt ist es gleich. Das passt. Das passt. Sieht schon so richtig monstermäßig aus. Weil man sieht das hier noch so ein bisschen durch. Ist das noch normal? Oder kann man das irgendwie... Aber sollte ich extra den kaufen, damit man das nicht sieht? Bei dem sieht man das wieder durch. Das sieht man alles durch. Ich glaube, damit es perfekt ist, muss ich das holen. Ich hole das einfach. Ich habe es getan, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal in ein Spiel. Wir lassen ihn jetzt erstmal so. Und schauen uns das mal dort an. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik hier? Voll die Rockenmusik. Muss ich mir das jetzt hier reinziehen? Ich mag die Musik nicht. Aber ich bin eigentlich nicht zufrieden. Also, ich weiß doch nicht, was das hier so für Striche sind. Die nerven mich ein bisschen. Aber ansonsten ist das echt nicht schlecht. Moment, ich guck mal, wie es aussieht mit dem anderen Shirt und der Hose, was ich geholt habe. Moment, dann gehen wir gleich nochmal ins Game. Vielleicht ist das doch tatsächlich besser. Das sieht viel, viel besser aus. Das andere gefiel mir nur ein wenig mehr, weil da so Haare zu sehen sind. Aber ist überhaupt haarig? Ich weiß es gar nicht. Und Leute, nein, wir brauchen auch noch das Animationspaket. Wie konnte ich das so vergessen? Piraten-Animationspaket? Vampir? Was ist das denn? Werwolf? Oh mein Gott. Leute, mir fehlen noch 100 Robux. Warum finde ich, passt das irgendwie voll? Okay, Leute, ich habe es getan. Ich habe jetzt Robux gekauft und jetzt werden wir uns das hier holen. Jetzt ist er aber fertig. Jetzt kann ich ins Game gehen und gucken, wie er aussieht, ob ich damit zufrieden bin. Aber jetzt sieht er gar nicht mehr so groß aus, dadurch, dass er so ein bisschen in den Knien ist. So. Aber der hat tatsächlich eine größere Krone, der andere. Geh weg von mir. Wie alle da rumlaufen als die Monster. Aber hier ist er wieder kleiner. Warum leuchte ich so? Oh mein Gott. Ist hier Schwarzlicht? Also eigentlich passt das ja, ne? So wie er rennt bei mir. Es kommt eher an das Original ran. Oh, hier liegt eine Krone. Oh, ich habe ein Badge bekommen. Okay, wir haben noch ein Badge. Ist er auch einer? Ja, doch, er auch. Okay. Wir haben hier 2 Badges gefunden. Ist das auch noch ein Badge hier? Hallo? Doch, oh no, cool. Wie frei man sich hier auf einmal bewegen kann, wo man nicht auf die Monster aufpassen muss. Oh, wie cool ist das denn gemacht? Oh, hier ist auch noch ein Badge. Ist der Kuchen auch noch ein Badge?
Ich dachte gerade, kann ich wenigstens ein Stück Kuchen nehmen? Hier seht ihr das, 1991. Weil wenn das sein erster Freund war, sein erster Besitzer quasi, dann passt das ja eigentlich, ne? Was machst du denn da unten? Bro, geht's dir gut? Geht's dir gut? Sieht aus, als wäre er stecken geblieben. Okay, der chillt da wahrscheinlich einfach nur. Der versteckt sich hier. Was ist los hier? Warte, hier ist was. Ich habe wieder was gefunden. Okay, cool. Oh, hier ist auch noch was. Tada! Wie nice. Auf einmal findet man was. Ist da noch irgendwas drin? Sieht mir nicht so lange aus. Alter, erschreck mich nicht. Was sitzt du einfach rum? Die folgen mir. Warum sitzen sie bei mir? Alter, will mich essen oder was? Ih. Tada! Okay, Leute, ich habe jetzt richtig lange gesucht. Ich habe so einige Badges gefunden. Aber wenn ihr wisst, wo ich noch weitere finde, lasst es mich gerne wissen. Und ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr meinen Avatar hier findet. Findet ihr das gut getroffen worden? Erinnert mich sehr an, ja, halt das blaue Monster, was mich verfolgt hat. Aber ich finde, das Animationspaket vom Werwolf passt irgendwie echt gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!